was? Der sitzt. Ja, wo warst du denn gestern, mein Liebchen? Gestern frei. Ja. Dem nicht? Ja, ja, doch. Was trinkt man denn bei euch? Doch auch Bier, was? Und Schnaps. Der Schnaps in Holland ist doch berühmt. Ja, geben Sie den Herrn einen echten deutschen Wein dran. Nein, danke. Doch, den müssen Sie noch kosten, Herr Focker. Reines Gold. Drei bitte, doppelte. Wie geht's Geschäft? Na, jawohl. Prosit. Bist wohl fremd hier? Wie heißt du denn? Focker. Focker. Ist das dein Vorname? Na, was ist mit Ihnen los? Sie langweilen sich bei uns? Ja. Ein Tänzchen? Ich kann nicht tanzen. Na, hören Sie mal, wenn so ein Engel zu Ihnen geflogen kommt. Die Tote versteht ihre Sache. Schau mal, wie die rangeht. Ja, aber ob er anbeißt? Ich glaube, der hat die Frau noch nicht entdeckt. Der nimmt alles viel zu ernst. Hoffen wir ja. Soll ich sie doch im Ernst in die Trude verlieben? Wenn es ein Flugzeug wäre, ja, dann... Ach was, Flugzeug, die braucht ja nur die Jungfrau zu spielen. Auf den Leim fliegt er dir nicht rein. Fliegen? Fliegen wird er ja sowieso nicht. Geblieben? Ich dachte, der war hierher geflohen. Oh, er hat wohl Angst vor den Frauen. Du hast mir versprochen, hineinzublicken, dann lässt du ihn laufen. Kinder müssen früh ins Bett. Herr Focker, Sie sind wieder nicht im Bett gewesen. Das hält doch kein Mensch aus. Nachts kann ich das Beste arbeiten. Aber die Nacht ist zum Schlafen da. Ach, was ich sagen wollte. Kommen Sie heute Abend ein bisschen zu uns rein. Wir haben ein kleines Fest.
Karl wird Soldat. Nicht vergessen? Sacke! Herunter! Ja, ja. Ja, noch mehr. Mehr. Ja. Noch ein bisschen. Ja, genügt. Schlüssel. So kann ich nicht arbeiten. Werkzeuge muss ich haben. Ich habe Schneider 100 Mal darum gebeten. Und was kriege ich das da? Morgen, Herrschaften. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ausgeschlafen, Herr Focker. Wie steht's mit der Arbeit? Miserabel, alles Dreck hier. Ja, damit kann ich nicht arbeiten. Hier wird nur versprochen und versprochen. Und was geschieht? Nix. All meine Vorschläge fallen unter Tisch. Ja, der Mörder zum Beispiel, hä? Nach meiner Meinung viel und viel zu schwer. Ja, natürlich kann man ihn gebrauchen, aber nicht ohne meine neuen Stabilisatoren. Aber das ist zu teuer, hä? Alles, was ich nötig habe, ist für Sie zu teuer. Sagen Sie das dem Herrn Kraus. Ha, Kraus, dem ist alles Wurst. Der will nur Geld sehen. Regen Sie sich nicht auf, wir sind noch lange nicht in der Luft. Ja, hier ist alles Luft. Auch der Einflieger, die Sie uns versprochen haben. Ist doch unbedingt nötig. Aber wo bleibt er? Also schön, ich werde mit Kraus noch mal darüber reden. Ja, reden, reden, reden. Pastor. Perlain surat, Bu. Tidak, Tuan. Cuman ini saja. Nee, niets van Tony. Begrijp je dat nou? Wat kan er nou toch zijn? Ach, niets bijzonders. Hij moet veel werken. Als hij plezier in niets heeft, dan weet hij van geen ophouden. Er kan toch wel een kaartje sturen? Brigitte vroeg gisteren ook nog of wij al iets gehoord hadden. Ze heeft hem al 2 maal geschreven. Een taal nog teken. En Frits ook niet. Je weet hoe die Duitsers zijn, gründlich in alles. Hij zal een boel moeten leren, je moet maar denken, geen bericht, goed bericht. Ik ben blij dat hij dit vak gekozen heeft. Die auto-industrie ontwikkelt zich enorm. Misschien hebben we hem toch wel een beetje te hard aangepakt. Zo ver weg en niemand die je goed kent. Ik ben er trouwens altijd op tegen geweest. Alsof er hier geen scholen zijn. En hier had hij tenminste Frits en Brigitte. Brigitte zou een echt aardig meisje voor hem geweest zijn. Van keurige familie. En dan had hij later naar Indië kunnen gaan. Nou, dat kan hij toch altijd nog doen? Als hij 's avonds maar op tijd naar bed gaat. Was ist hier los? Aber Herr Focke, das wissen Sie doch. Ein kleines Fest. Karl darf morgen zum ersten Mal den Rock des Kaisers anziehen. Entschuldigen Sie, Frau Braun, aber ich habe nicht mehr daran gedacht und... Bitte, legen Sie doch ab. Nein, ich muss noch arbeiten. Ach, kommen Sie doch, komm. Ah, da ist er ja. Darf ich bekannt machen? Herr Focker aus Holland. Muss ich Sie gratulieren? Gratulieren? Wenn ein Mann den Rock seines Kaisers anziehen darf. Selbstverständlich. Na, dann gratuliere ich. Wie ist das eigentlich in Holland, wenn einer Soldat werden darf? Oh, in Holland wird man nur Soldat, wenn man muss. Muss? Aber das ist doch eine Ehre. Genau wie sein verstorbener Vater. Zum Wohl. Zum Wohl. So, sehen Sie, das hat Ihnen noch gefehlt. Und jetzt ein fröhliches Gesicht, bitteschön. So, und dann lassen wir Holland hochleben. Auf Holland! Lebe Holland!
Und jetzt auf Kaiser und Reich! Hurra! 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 Nicht so aufgeregt. Herr, wie kommt das hier? Erklären Sie das. Ganz einfach. Meine Freunde wollten nicht glauben, dass Sie ein Flugzeug bauen. Da habe ich Sie eben auf Ihr Zimmer mitgenommen. Sie mögen nicht auf mein Zimmer kommen. Und von meiner Modelle, da bleiben Sie ab. Kinder! Na, sowas. Mensch, du bist wohl verrückt geworden. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du keine Ahnung hast. Ich weiß wirklich nicht, was du willst. Vollkommen verrückt bist du. Denkst nur an die blödsinnigen 500 Mark. Ich sage dir, das Flugzeug war Tausende wert. Wirklich? Mehr als das. Ich habe dir schon früher gesagt, in dem Fokker steckt etwas. Wenn ich Geld hätte, dem Jungen würde ich meinen letzten Groschen geben. Mein Flugzeug! Das ganze Flugzeug ist vernichtet. Was? Vernichtet? Ja, vernichtet! Durchgeschnitten. Ich schnappe keinen Blixen von. Als ich heute Nacht wegging, war alles noch in Ordnung. Was meinen Sie mit heute Nacht? Ja, ich habe heute Nacht noch bis spät durchgearbeitet. Was? Wollen Sie etwa behaupten, dass Sie gegen mein ausdrückliches Verbot heute Nacht hier gewesen sind? Wie sind Sie denn überhaupt reingekommen? Durch das Fenster. Die letzten Tage ließ ich immer das Fenster etwas offen, sodass ich hier rein konnte. So, dann sind Sie mir für die Kosten verantwortlich. Was haben Sie denn überhaupt hier heute Nacht gemacht? Arbeiten. Wir wollten doch das Flugzeug fertig haben, anders kommt der Winter dazwischen. Und wie sollen wir es dann ausprobieren? Aus ist es mit dem Probieren! Sollten wir nicht besser die Polizei kommen lassen? Polizei? Sie scheinen ja zu vergessen, dass Sie der Hauptschuldige sind. Die Polizei würde der sicher derselben Meinung sein. Sie denken doch nicht, dass ich die Kabel durchgeschnitten habe? Es handelt sich hier um die Kosten, Herr! Oder meinen Sie vielleicht, dass ich die ganze Kiste bezahlen werde? Mit geschlossenen Fenstern wäre sowas nicht passiert. Entweder Sie zahlen oder Ihr Vater. Aber Herr Krause, ich wollte doch nur, dass alles schneller fertig wird. Ich werde alles Mögliche tun, aber lassen Sie meinen Vater aus dem Spiel. Thank you.
jij nog wel eens zult vliegen? Geloven? Niet zeker. Wil je een vliegtuig bouwen? Ga je daarom naar Duitsland?